Westen die Welt in ein Schlachtfeld verwandelt. Dieses korrupte Geschwätz, während unsere Brüder und Söhne Blut vergießen. Schon ist zweiseitig. Russische Behörden behaupten, dass der Angriff von einem CIA-Agenten namens Joseph Allen geplant wurde. Je größer die Lüge, desto wahrscheinlicher glauben sie die Leute. Und wenn eine Nation nach Rache schreit, verbreitet sich die Lüge wie ein Lauffeuer. Ich sehe Kampfjäger über die I-35. Das Feuer breitet sich aus. Es verschlingt alles. Dies ist ein kriegerischer Akt. Vereinigten Staaten. Unsere Feinde glauben, dass sie allein den Verlauf der Geschichte bestimmen. Doch es bedarf nur des Willens eines einzelnen Mannes. Damit herzlich willkommen zu Call of Duty Modern Warfare 3, dem Nachfolger von Call of Duty Modern Warfare 2, zumindest was im Let's Play angeht. Ich will nicht schwafeln. Fangen wir gleich an, ich habe hier schon angefangen, um zu testen mit der Aufnahme, ob es passt. Hoffentlich passt, wenn nicht, passe ich während des Let's Plays noch ein paar Sachen an. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Let's Plays. Ich gehe auf ein neues Spiel und dann fangen wir einfach mal neu an. So, ich hoffe, ihr habt die anderen zwei Call of Duty Let's Plays von mir gesehen. Falls nicht, dann würde ich euch empfehlen, es anzuschauen. Falls ihr es nicht kennt und die Story aber... Also, falls ihr die nicht gesehen habt, dieses Let's Play, dafür aber die Story kennst, dann passt es auch. Also, ja, gut. Also, ich werde dieses Spiel wieder blind spielen, ne? Ich habe es zuvor nie angezockt. Ich habe sogar schon am Release-Datum gekauft per Steam, habe aber bis zum heutigen Tage es nie wirklich gespielt, weil ich es blind Let's Playen wollte. So, und jetzt genug gequatscht, los geht's, neue Story, immer Soldat wieder. Und es kann sein, dass die Ladebildschirme anfangs immer lecken, bis das fertig geladen ist, aber danach läuft es flüssig. Weil der PC, wie gesagt, noch laden muss, das verbraucht, wie gesagt, auch ein bisschen... Leistung, also momentan läuft es mit 2 Frames pro Minute, weil er in jedem Zuge jetzt noch laden muss. Deswegen seht ihr jetzt hier diese schöne blaue Erde. Ach, wie schön. Die blaue Erde. Die Weiten des Universums sind noch unbekannt. So schwarz und unbekannt, wie es selbst auch ist. Jetzt lauf schneller, los, die Leute wollen was sehen. Computer, mach hin, arbeite schneller. Du musst schneller arbeiten! So, los jetzt! Arbeite schneller! Na, komm schon. Gleich hast du's. Der unglaubliche Ladebildschirm. Und er ist fertig geladen. Genau jetzt! Die Welt, wie wir sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzubringen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da. Ich kenne da einen Ort. Indien. Was ist los? Also es spielt kurz nach dem zweiten MB2-Part, nachdem wir den Typen angeschossen haben, wo ich nicht mit dem Messer ins Gesicht gestochen habe, was mich nicht mehr erinnern kann, aber ich halte jetzt meine Klappe. Ich werde Blut, ihr Arschlöcher! Früher war ich auch ein Abenteuer, aber dann bekam ich ein Messer ins Gesicht. MW3. Oh.
Und damit willkommen zum ersten Level. Wieder mit diesem unglaublichen Ladebildschirm. Also hat er jetzt quasi nur dieses Video geladen oder was? Oh meine Güte. Wie ist die Lage bei New York? Lade schneller! Du versaust mir mein Let's Play! Ja los, lad schneller! Na los, PC, mach schneller! Dabei ist meine Grafikkarte doch ganz in einem Top-Zustand. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche Grafikkarte ich habe. Nein, es ist zum Glück fertig geladen. Und zwar genau, Moment! Genau. Jetzt! Lahmgelegt. Solange Sie die Lufthoheit haben, haben wir keine Chance. Wir dürfen New York nicht verlieren. Sind in dem Gebiet Spezialeinheiten, die wir abberufen können. Bei Bennett Field ist ein Team der Delta Force. Rufzeichen Metal. Overlord Metal 01 am anderen Ende. Hier Sandman. Bestätige den Assistenten. Sandman, lieber Sandman. Sie auf unserer Seite zu haben, Sandman. Die Russen blockieren mit elektronischen Gegenmaßnahmen unsere Kommunikations- und Lenksysteme. Der primäre befindet sich oben auf der Börse und Ihr Team soll ihn zerstören. Er sendet auf allen Frequenzen, also gibt es bis zur Zerstörung keinen Funk. Ich habe Einheiten am Boden, die Sie hinbringen. Over. Alles klar, packen wir es an. Delta Force von the United States Army. Delta Frost. Wer ist hier eingefroren? Schwarzer Dienstag, 17. August, 10.18 Uhr. Sergeant Derek Frost Wetbrook. Was ist passiert, Alter? Willst du mich verarschen? Komm, ich nehme an der meine Waffe. Ne, ich bin hier da, ein Soldat. Oh Gott, ich muss erst einmal da raus. Oh Gott, ich muss frische Luft schnappen. Oh, frische Luft. Ah, World Trade Center, 11. September 2001, okay. Ah, ich verstehe. Dankeschön, Kollege, für die Magazin. Und jetzt... 500 Meter nördlich, wir nähern uns. Los! Ja, okay, also hier gibt es anscheinend keine Tutorial wie im MB2. Wir werden hier direkt ins Schlachtfeld herausgeschmissen. Tja, Pech für die Noobs, Glück für uns. Obwohl ich eigentlich auch ein Loop bin. Also gut, wie gesagt, ich muss mich jetzt noch einspielen. Ich habe lange kein Call of Duty mehr seit dem letzten Let's Play mehr gespielt. Ich bin auch nicht der Online-Spieler, muss ich sagen. So, erstmal die Lage checken. Okay, es sieht ja ziemlich friedlich aus. Ey, jetzt seid doch nicht so schnell. Ich muss mich... Ich bin hier nicht so der Ego-Shooter. Sarazza. Nein, ich bin hier nur ein kleiner Let's Player mit einem kleinen Herzen, aber ein großes für Let's Plays. Was rede ich mir jetzt? Das ist ein Männerspiel. Jetzt rede ich hier nicht über Herzen. Das ist was für Frauen. So, jetzt sag ich hier. Jetzt mache ich mal ein bisschen auf Rambo. Wie geht ein Messer nochmal? Moment, Messer ist hier. Okay. Ist mir egal. Ich gehe jetzt ohne Verluste drauf los. Okay, nicht so ohne Verluste. Wie schmeißt die Granate? Moment. Okay, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Okay, man kann auch eine Blendgranate schmeißen. Und was ist das? Die 3? Das ist irgendwas. Hey, wer schießt da? Habe ich dem erlaubt, auf mich zu schießen? Also man braucht schon eine Genehmigung, um auf einen zu schießen. Da ist es lauter Formularzeug, ne? Hey, die Waffe ist ja geil. Scheiße, wer schießt irgendwann auf mich? Hey Kollege, wer schießt auf mich? Kannst du es mir sagen? Sunborn, wer ist Sunborn? Okay, bist du ein Feind? Wahrscheinlich ja, ne? Okay, ist ja noch einer. Da ist einer. Ah, ich habe meinen ersten Mann getötet. Na gut, die haben wahrscheinlich schon vorher ein paar getötet, aber naja. Was ist das für eine Waffe? Moment, Waffe, neue Waffe. Rotpunktvisor, ne, der Rotpunktvisier, na gut. Wie wechsle ich Waffe, so, ne? Also, wie gesagt, ich muss mich hier nochmal zurechtfinden. Ich habe, wie gesagt, seit dem letzten
Let's Play keinen Ego-Shooter mehr gespielt. Außer Fallout 3, aber das ist eher nicht so actionreich wie hier. Ey Leute, kommt doch mal runter, was habt ihr denn da? Ihr macht doch die ganzen Straßen kaputt. Hey Svensson, was geht? Hey, da ist ein Truck. Können wir da einsteigen irgendwie? Moment. Nee, geht nicht. Bist du ein Feind? Nein. Hey Grinch, was geht? Okay. Hallo? Jemand da? Jemand da? Ich schleiche mich hier mal an den Feind ran. Und überrasche ihn von vorne, Seite. Hey, Hilly, was geht? Wollen Sie der weißen Parkierung, um ihr Ziel zu finden? Ja, das habe ich ja völlig vergessen. Shit. Puh, das war knapp. That was very close. So, ich bin eine Pflanze. Ich stehe hier ganz friedlich da. Hey, Truck. So, wo sind wir jetzt? Genau wie vorher. Störsender vernichten, die bösen Türen. Das gefällt. Was geht hier ab? Okay, das erinnert mich an Battlefield 3 ein bisschen. Hey, da ist der Sandmann. Sandmann, lieber Sandmann, es hat mir Spaß gemacht. Okay, du stirbst und du stirbst auch. Einfach den Sandmann hier angreifen. Die kleinen Kinder werden weinen, wenn der stirbt. Wir müssen den verteidigen, der ist der Sandmann schließlich, ne? 12 Uhr, sag rechts oder links. Ich peile es mit dem 12 Uhr immer noch nicht. So. Hier ist der Enemy. Und der ist der Enemy 2. Und da ist der Fernseher. Mal schauen, was läuft. Scheint kaputt zu sein. Schauen wir gleich. So. Hey! Wer? Du! Du lebst noch. Lebst du immer noch? Hey, dein Ketchup läuft aus. Naja. Was war das denn jetzt? Naja. Egal. Wo sind wir jetzt? Hallo? Was müssen wir zur Börse? Ja, da müssen wir irgendwas beantragen, genau. Exit. Okay. Okay, Sandmann. Tu mir ein paar Kinder zum Einschlafen bringen. Pam und Ninja-Style, aber das war eher ein Failer-Style. Sie sind verletzt, in Deckung. Ja, deine Mutter ist auch verletzt, nachdem ich sie geimpft habe. Also hier in diesem Let's Play kann ich ruhig vulgär sein, das ist hier schließlich ein Let's Play, das nichts für Kinder ist. Normalerweise. Normalerweise spiele ich ja immer so Kinderspiele, aber Call of Duty ist hier eine große Aufnahme. Oje, ist auch wieder was los. Ja. Jetzt bin ich hier voller Dreck, also... was soll denn das hier? Das Level scheint länger zu sein, als ich dachte. Naja gut, freut mich. Okay, ich bin in Deckung. Und jetzt? Was? Granaten? Ich heiße aber nicht Frost. Ich heiße Kevin Let's Play. Na ja, gut, Kevin Let's Play ist mein Pseudonym. In Wirklichkeit heiße ich eigentlich Kevin. Wer hätte das gedacht? Hier, da! Das ist dafür, dass ihr meine Rede gestört habt. So, ist sie jetzt Peace Out? Gehört denn zu uns? Ja, ne? Gegen wen kämpfen wir eigentlich? Gegen Russen oder gegen irgendwelchen Rebellen? Also ich habe die Story einigermaßen mitbekommen, ich schätze mal. Das sind Russen, wie geht denn das? Oh. Habe ich jetzt zurückgeschmissen? Ah, ich habe zum ersten Mal eine Granate zurückgeschmissen. Das hat man ja noch nie. Ja. Ich schleiche mich mal ganz langsam an den heran. Moment. Dazu nutze ich meine Splinter Cell Skills aus.
Und dann überrasche ich ihn und da ist gar keine mehr. Ah, doch ein paar. Was? Ey, du! Scheiße, ich hätte nicht auf Rekrut spielen sollen. Ey, Quatsch, ich hätte auf Rekrut spielen sollen, ja. Shit, was war denn das denn jetzt? Ich hätte auf Rekrut spielen sollen und nicht auf Soldat. Ich bin hier völlig noch eiskalt, was das was Ego-Shooter-Spiel angeht. Hey, schaut her, liebe Kinder. Der Sandmann mit einer Waffe. Mit dieser Waffe tut er euch einschläfern. Okay, ich schmeiß den paar Granaten jetzt schon mal im Voraus. Damit wir das schon mal weg haben. Wie kann man denn die Blendgranaten schmeißen? Moment, mit T, oder? Also wisst ihr es, ich bin hier, wie gesagt, nicht so der Ego-Shooter Master of Destruction. Scheiße, wie geht denn das jetzt? Wie schmeiße ich Granaten? Ich werde jetzt, lachen mich die Pros hier vom Bildschirm aus und schreiben Hater-Kommentare. Ah, Magazin aufladen. Ah, die Position ist gar nicht so schlecht. Ich habe keine mehr, tut mir leid, ich kann keine mehr schmeißen. So, hier. Also jetzt rede ich auch wieder ein bisschen weniger, weil ich mich hier konzentrieren muss. Ja, beim Schießen muss man sich konzentrieren. Ein Krieg ist wirklich ein Krieg der Konzentrationsköpfe, wie auch immer. Das ist ein Denkkrieg. Na, okay, der war nicht besonders geil, dieser Spruch. Vergesst er denn am besten gleich wieder. Hey, Sandmann! Schaut, liebe Kinder, er schläfert die Leute ein. Helfen wir ihm mal dabei. Ah! Und das Rote, das ist Ketchup. Ne, das ist kein Blut, das ist einfach nur Ketchup. Ich habe vorhin eine Currywurst gegessen und da ist ein bisschen Ketchup aus meinem Teller gefallen. Direkt auf mein Gesicht. Genau. Ist da noch wer? Ja, das sind noch einige. Ich verstecke mich mal. Hier ist es total sicher. Ich kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Oh, ich möchte Granate. Weißt du was? Leck mich! Autosave? Ist da jetzt ein Autosave? Ich will ein Autosave. Was haben die für Namen? Grizzly, Sandmann, Tamper. Vorhin war noch ein Truck. Okay, okay. Warte, ich konnte hier doch vorhin irgendwie auf Knie gehen, so ungefähr. Nein, nicht so, sondern mit irgendeiner Taste. Ja, sowas, genau. Lebt da noch jemand? Du lebst noch. Geh für euch. Kannst du wieder haben. Ich brauch's nicht. Nachladen, okay, okay. Also langsam komme ich wieder ins Spielen rein. Ich schleiche mich jetzt auch gleich langsam nach vorne. Hallo Leute, habe ich was von schnell gesagt? Ihr seid langsam, das ist... Oh, weg. Boom, ja, Granate, macht Boom. Da ist einer. Ha, ich habe ihn getötet. Jetzt bin ich ein Mörder. Nein, Quatsch, nicht so. Ich muss... So geht's, genau. Hey Leute, Leute, mal ein bisschen ruhig, ja? Ruhig, nicht so Amok schießen, sondern ruhig, ja? Lasst euch am besten 10 Minuten Zeit und dann erst schießen. Das wäre zumindest das Beste für mich, Granate. Hier kannst du wieder haben. Ah, sollte ein Achievement geben, jemanden mit seiner eigenen Granate töten. Also ich spiele hier, wie gesagt, was ihr wahrscheinlich schon am Anfang gemerkt habt, mit Steam. Ich habe das Spiel per Steam runtergeladen, wie gesagt. Am Release-Tag habe ich es mir runtergeladen. Hat mir 60 Euro gekostet. Also jetzt hoffe ich schon, dass das Spiel was taugt. Oh, hi. Kann ich deine Mütze haben? Du brauchst jetzt eh nicht mehr. Naja. Ey, Leute, was geht? Ihr habt den Typen da seine Mütze erschossen. Seine Mütze ist jetzt ganz traurig. Hallo? Du lebst noch. Komm schon. Ah. Er will nicht. Was? Der hat einen AK-47. Ey Leute, was ist denn das denn jetzt schon wieder? Irgend so ein Spielzeug der Russen.
Das ist russisches Spielzeug. Na gut, mit der AK-47 kann man hier ganz gut an was anfangen. Das ist übrigens die einzige Waffe, die ich vom Namen her weiß. Sonst weiß ich keine andere Waffe. Na gut, ich war in der Bundeswehr für 2 Wochen, da weiß ich auch noch ein paar zwei Waffen. Nämlich die P8 und die G36. Aber ob es die in diesem Spiel gibt, ist fraglich. You must die. Nicht rennen. Du musst schießen. Das ist ein Kriegsspiel. Das ist ein Ego-Shooter und kein Rennsimulation oder wie auch immer. So, und du auch. Achso, du bist schon tot. Naja. Wir haben noch 8 Schüsse. Jetzt haben wir keine Schüsse mehr. Na gut, jetzt haben wir 8 Schüsse, wenig Munition. Wird uns angezeigt. Ist hier noch jemand? Ich schau mal schnell. Das heißt doch irgendwas, wenn hier irgendwie was leuchtet, oder? Aha, Granate, hier für dich. Was hat das denn jetzt? Sie wurden von einer Granate getötet. Dachten Sie auf Granatenwarnung? Ich hätte doch so. Aber ich muss sie unbedingt die ganze zurückschmeißen. Naja. Oh ne, jetzt sind wir wieder hier. Dieser Part wird noch sehr lange. Es wird wie gesagt, also ich werde wieder wie in MW2 machen, dass jedes Level ein Part ist. Selbst wenn es eine Dreiviertelstunde lang dauern wird, dann muss ich mir halt was einfallen lassen, weil nach einer bestimmten Zeit, da weigert sich Camtasia, das zusammenzuschneiden und dann wird am Schluss nur der Sound angezeigt und kein Video mehr. Wenn es so immer ist, dann werde ich den Movie Maker nehmen und es dann zusammenschneiden und es dann mit Camtasia in High Definition umändern. Oh, hi! Wisst ihr, wo es zum Rathaus geht? Anscheinend nicht. Hey, der hat auch eine AK. Oh, das war der Typ mit der Mütze. Hallöchen. Oh, sag halt, dass du zu mir gehörst, Worm. Ich glaube, der spielt zu viel Worms Vault Party oder sowas. So, den mit seinem langen Geschütz hätten wir erledigt, diese Schwuppel. Der muss ins Gras beißen. Eine Ami-Flagge, die muss ins Gras beißen. Was die jetzt? Die Leute da noch. Ey, der hat einen Raketenwerfer! Wo hast du denn den her? Den hatten wahrscheinlich seine Mutti zum 18. Geburtstag gegeben. So, mein lieber Junge, jetzt bist du 18. Das heißt, du darfst jetzt einen Raketenwerfer verwenden. Bitteschön. Da leben ja noch welche. Ich mach meinen Job nicht richtig, wenn da noch welche leben. So. Ach Mensch, schreib mich da eine an. Ich hab iPhone. Ja, deine Mutter hat ein iPhone. Ich lock den jetzt. Moment. Blab, blab, blab. Blockieren. So, Spieler blockieren. Okay. Nein! Hier bin ich wieder. Mir ist das Spiel abgestürzt. Jetzt sind wir wieder hier. Kurz nachdem wir aus der Börse rauskamen. So, und jetzt werde ich mir weniger quatschen und mehr schießen. Weil das ist hier ein Ego-Shooter und kein Let's Talk oder wie auch immer. Kein Kaffeekränzchen. Das ist Männer. Männerspiel. So, bis hierhin habe ich ein bisschen versucht, die Tasten herauszufinden. Ich weiß jetzt, was eine Blendrate ist. Das hier mit Q. Und eine Granate. Granate weg. Oh, sehr schön. Schade, dass man keinen Gegner als Schutzschild nehmen kann. So wie in Saints Row. Scheiße. Okay. Wie ist die Lage im Zentrum? Die Russen haben alles abgeriegelt. Sie treten uns in den Rücken.
Ey, ey, Leute. Oh je, oh je. Also nicht wundern, falls ich mal jetzt nichts sprechen werde. Das liegt, weil ich konzentriert bin, ne? Und nicht gerade am Sprechen, beschäftigt sein kann. So, wo sind jetzt da noch ein paar? Hier sind welche. Ach nee, komm. Ich dachte schon, jetzt werden wir wieder in die Luft gejagt wie vorhin. Soll ich gleich mich wieder ran? Ach, was scheiß hier auf Schleichen. Hey, was ist denn das? Ich hätte gerne einen Hotdog, bitte. Oh, eine Brezel. Ich dachte, die gibt's nur in Bayern. Hotdogs. Sausage. Was? Granate? Ah, der lässt sich auch durch, okay. Hey, Tumba, ich kauf dir ein Wiener Würstchen, ne? Magst du ein Würstchen haben? Oder was, oder willst du einen Hotdog? Wir werden eine Cola, er zeigt mit seinem Visier auf die Cola, okay. Oder willst du keinen Hotdog? Okay, ein Hotdog bitte. Keiner da. Hey Tumba, was geht? Ich kann es nicht, ich bin beschäftigt. Ich muss ein paar Russen abknallen. Ich kann nicht reden. Aber Tumba, du bist doch hier vor dem Hotdog-Stand, du hast doch sicher Hunger, oder? Komm schon, du hast doch schon seit Tagen nichts gegessen. Lass mich in Ruhe und spiel weiter. Okay, okay, Hey, die Waffe ist cool. Die setzt sich auch immer im Überlebensmodus ein. Die Waffe hier. Ich habe ja auch ein bisschen den Überlebensmodus gezockt. Modern Warfare Teil gibt. So, ist hier noch jemand? Ja, hinter der Säule ist noch jemand. Das sind auch noch welche. Oh, das sind viele. Shit. Ey, Leute. Flankiert mich mal jetzt nicht, ja? Wir haben noch 48 Schüsse. Jetzt haben wir nur noch 30. 100. Ah, cool. Haben wohl welche ihre Munition verloren. Ah, hier ist ein super Ort. Der sicherste Ort vor allem. Alledem. Und hier ist wieder der Tipsy mit seinem Raketenwerfer, den ihn seine Mutter geschenkt hat. Oh, hör mal auf mit deinem scheiß schwulen Geschütz, du. Das geht so nicht. Hallo und tschüss. Wenn sie sich bewegen, dann machen sie sich nur auffällig. So wie der da. Seht ihr, der bewegt sich. Und das ist die Strafe dafür. Noch jemand da? Erstmal nachladen und dann schaue ich nach, was da ist. Oder ob da überhaupt noch was ist. Ja. Sag doch, dass du ein Feind bist. Ich dachte, du wärst ein Verbündeter. Hey, warte, ich erlöse dich. Wer hat meinen Job geklaut? Ich wollte ihn erlösen. You took my job. Okay. BLZ Kiff Zitterer Drimme Gas Gewürzke Jink. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich irgendwelche Aktien, Dingsbums, was weiß ich. Der Part ist aber schon ganz schön lang. Naja. Also Speicher habe ich genug. Ich habe 100 GB drauf. Wir können hier euch schon eine Menge aufnehmen. Na, jetzt aber. Die, Bitch. Yo, Motherfucker. I hate you. Hey, wir brechen wieder bei Google ein. Das kommt mir doch bekannt vor. Ach, scheiße, ich mag solche Kämpfe auf so einem Raum nicht. Aber sowas gibt's auch in Battlefield 3, ne? Also ich vergleiche jetzt das MW3 mit Battlefield auch bewusst. Weil die beiden Spiele ja sehr gehypt wurden und
verglichen wurden, werde ich das jetzt auch tun und nach dem Let's Play sagen, was das Bessere ist. Oder was meiner Meinung nach das Beste ist. Hey, da. Ich will nicht versteckt mit dir spielen. So! Wichser! Ihr habt mich verarscht! Niemand verarscht mich. Vor allem nicht in COD 3. COD MW3. Mal schauen. Hey Leute, ich muss meinen Kanal anschauen. Ja? Okay, ist hier vielleicht ein PC? Eine Tastatur, die könnte ich mitnehmen. Und dem Angry German Kids zum Geburtstag schenken. AK-47 Grenade. Oh, ich dachte mir, jetzt fall ich da runter. Ah, scheiße. Ja, ja. Und dann wartet da ein Charger auf mich, der mich dann runter... ...charged. Dass da überall Gegner sind? Können die nicht einfach auf einem Punkt sein? Naja. Ey. Böser Junge. Nicht auf mich schießen, du. Du Schwuchtel. Ey, du. Ey, Junge. Komm doch mal runter. Mein Herz. Ich halte es nicht mehr lange aus. Was ist das? Hey Sandmann, was geht? So. Ach, schon wieder scheiß Granate. Ist hier sicher? Ja, scheint hier sicher zu sein. Was ist denn das da? Oha. Die Waffe ist ja geil, naja. Okay, mal googeln, F. Was so passiert, wenn ich das hier jetzt mache? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war Absicht, das war volle Absicht. Ach nee, da will man mal ein Späßchen machen und dann... Oh. Ich wollte doch nur ein Späßchen machen. Mensch. Ey. Ey. Okay, ab sofort mache ich keine Späßchen mehr. Jetzt bin ich der Ernste. Jetzt bin ich. Jetzt mache ich einen auf Yanka Kakimoto. Ja, Kakimoto in Call of Duty. So, diese Wichser hat mir erledigt. Was kommt jetzt? Diese Wichser? Okay, der hat mir auch erledigt. So, wer will sich mit dem messen? Hä? 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 Na, was ist los? Kommt's her? Ey, blockier mir nicht den Weg, du Arsch. Ich bin ja Kakimoto. Ich befehle dir mir den Weg. Das war dieser Wichser. Der wird sterben. Ich werde Sandmann umbringen. Ich werde ihn seinen Kopf abreißen und fressen. Okay, jetzt räche ich mich an euch allen hier. So, fick dich und durch. So, und jetzt, wer schießt da? Du! Ich dachte, ich hätte dich erledigt, naja. Wo ist Sandmann? Das war wegen vorhin. Und das ist für die zukünftigen Vorhins. Verdammt, ich kann nicht auf den schießen.
Du jetzt auch nicht. Scheiße. Und was ist, wenn ich das da? So, so wurde ich vorhin auch gekillt. Der Wichser hat meine Granate abgefangen. Ich heiße nicht Frost, ich heiße Yanka. Yanka aus Japan. Ey. Ey. Schon wieder eine fucking Granate. So, hier ist es sicher, das weiß ich, denn ich bin Yanka Kakimoto. Haha. Seht ihr, bei Kevin Let's Play dauert es ewig, aber bei mir dauert es natürlich nicht so lange. Ich spiele es ja jeden Tag 12 Stunden lang. Okay, hier bin ich wieder, natürlich mach ich es jetzt wieder. Jetzt mach ich es natürlich richtig, ne? Und jetzt kommt ein Save. Es fliegt um! Und? Bam! Ah, nette Umgebung. Wo hast denn du dein Walkie-Talkie her, Sandmann? Hat's wohl ein Kind geklaut, was? Einen Black Hawk. Mike Hawk. Mike Hawk, genau. Ach komm, wie lange dauert das Level denn noch? Ich will langsam nicht mehr. Ja, ja. Ach, hör auf zu flennen, Mensch. Wenn du flennen willst, dann geh in den Kindergarten. So, die ist für euch. Als Geburtstagsgeschenk. Wen soll ich vom Himmel holen? Hi, Truck. Ey, 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 ey. Achso, ich hab noch eine Predator. Na gut. Ey, was war denn das denn jetzt? Warte, erstmal warten, bis ich jetzt sag. Zerstören wir diesen Heli. Und? Ciao, ciao. So, und jetzt? Ah, jetzt haben wir das Level endlich. Yay, Level erledigt, Level erledigt. Okay, dann sage ich schon mal bis zum nächsten Part, falls wir diese Schüsse jetzt überleben sollten. Und? Ach nee, jetzt wieder ein bisschen schießen. Das ist ja echt zum Schießen. So, wer will sich noch mit mir messen? Du? Ja, das hast du davon. Was? Wo? Der da? Ja, wo? Wo ist denn noch was? Der da? Boah, das war knapp. Ihr könnt doch nicht ganz einfach die Stadt zerstören. Wobei, das ist New York, das ist egal. Also gut, zerstört euch die Stadt, soll mir recht sein. Ich mag eh keine Amerikaner. So, und für alle, die jetzt Amerikaner sind, tut mir leid, dass ich sowas sage, aber ich mag keine Amerikaner. Hallöchen, nett, dass du mal vorbeischaust. Und leider musst du jetzt wieder düsen. Düsen, sagt man düsen, wenn... Ne, ich wollte jetzt irgendwie ein Wortspiel machen mit abstürzen, ne? Naja. Ey, du willst wohl gar nicht abstürzen, was? So. Hier nochmal als Nachschuss. Um sicher zu gehen. Ah! Ah! Shit! Ah! 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 Boah, ich muss kotzen, ist auch übel. Drehmoment ist okay.
Ich muss jetzt kotzen. Wartet mal, Leute. Okay. Verstanden, 01. Der Himmel ist frei. Viel Glück. Ende. Gut, dann bis zum nächsten Part. Ciao.